Willkommen zurück, Leute, zu Tag Nummer 2. Und das Spiel ist immer noch. Warte, war das schon immer so mit dem Spiegel? Ja, es geht weiter mit Pine Drive. Erstmal das Ding hier anmachen, weil ich das so schön finde. Und, oh Gott, die Musik fängt schon wieder richtig gut an. Ich verstehe mich gerade selber nicht, wenn ich rede, weil ich das so laut, warte mal, eingestellt habe. Ich muss das mal ein bisschen leiser machen. Alter, warum ist denn das so laut? Auf jeden Fall spielen wir weiter Pineview Drive. Es ist jetzt wieder Tag. Das heißt, Engelchen! Oh, wie schön du bist. Ich kann mich leider nicht hinhocken, um dich richtig zu beobachten. Beobachten. Aber, oh Gott. Dich wollte ich jetzt mal richtig angucken. Ich kann leider nicht ganz genau erkennen, was du bist, aber du bist auf jeden Fall hässlich. Und wir befinden uns immer noch in diesem wunderbaren Schloss. Wer hätte das nur gedacht? Ach, ich weiß es nicht. Oh, raus, bitte. Und es scheint echt noch richtig hell zu sein. Das heißt, es geht bald wieder die Welt unter, genau. Die Sonne unter. Warum ist das so laut? Oh Gott, was habe ich denn nur getan? Wohin müssen wir? Oh, es raschelt irgendwo. Es raschelt irgendwo, aber ich glaube, das hat nichts zu bedeuten. Hallo, dadurch bitte. Okay, wir gehen oben mal lang, ne? Da, wie kann man von oben? Mal gucken, ob wir jetzt irgendwo rein. War da nicht eben irgendwo was? Oh Gott. Oh Gott. Verschlossen, okay. Es ist verschlossen, also keine Sorge, Leute. Immer noch verschlossen. Oh Gott, es ist so dunkel schon wieder hier. Ich mach kurz eine Pause, Moment mal eben. So, Leute, Entschuldigung, es geht natürlich jetzt sofort auch weiter mit Pineview Drive. Und da haben wir eben schon geguckt, ob wir da rein können. Und das hat ja leider nichts gebracht. Müssen wir mal hier schauen. Oh. Hier hätten wir, glaube ich, die Taschenlampe gefunden, ne? Genau, hier war die Taschenlampe drin und scheint aber nichts weiter hier drin zu sein. Die war da unten, genau. Und das hat mir leider übersehen, oder ich hatte es übersehen. Hallo, tut mir auch sehr leid. Oh Gott, dieses Sound schon wieder. Wir haben übrigens auch eine Taschenlampe, was ich sehr schön finde. Jetzt könnt ihr wenigstens was sehen. Und dann können wir eben raus. Immer noch zu. Okay, dann würde ich mal sagen, wir gehen nach unten. Und schauen, ob wir. Oh Leute, hört doch mal bitte auf mit den ganzen Sounds hier, ey. Hallo, oh, gerade im Spinnen ein bisschen. Hallo, hör auf so rumzuspinnen. Spinnt mein PC so ein bisschen rum. Der mag das Spiel irgendwie nicht, keine Ahnung. Aber naja, kann ich auch nichts für. Ist halt so. Bitte wieder Licht an und hier könnte man rein, ne? Gerade sich überall blitzen und so. Das spinnt so. Und es hört sich immer so an, als ob irgendjemand erhängt wird oder so. Oder ob hier irgendjemand rumbäumt als Leiche. Das ist voll scheiße. Oh Gott, was war das? Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Ich glaube, irgendwas am Fenster. Okay, zum Glück habe ich es nicht gesehen. Das heißt, es ist noch nicht passiert, weil ich es nicht gesehen habe. Okay. Ja, egal. Da war eigentlich gar nichts. Ah, Gottchen. Dieses Spiel ist so wunderbar nice. Ich habe es so gern. Wohin müssen wir gehen? Ich weiß es nicht. Und dieses Spiegel hier auch immer, ne? Die sehen. Ich dachte erst, das soll gar nicht so sein, dass da irgendwas ist. Aber wir haben Batterien gefunden. Wir haben Taschenlampen gefunden vor unserer Taschenlampe. Ja. Oh mein Gott. Bitte wieder rausgehen. Ich habe immer Angst, irgendwie meine Taschenlampe so richtig zu benutzen, ne? Ich weiß auch nicht so genau, warum. Aber wohin muss ich denn jetzt eigentlich gerade? Ich weiß es. Hier können wir nicht lang. Oh Gott, mein Handy macht Geräusche. Ich habe vergessen, wieder auf stumm zu machen. Ein bisschen blöd hier. Irgendwas hat sich wieder bewegt. Irgendwas hat sich bewegt. Ich möchte bitte raus. Ich möchte auf jeden Fall raus. Oh Gott, nein. Oh Gott, diese Frau hat mich gerade auch so ein bisschen erschrocken. Können wir nicht lang. Und da können wir aber rein. Okay. Ich weiß jetzt ehrlich gesagt auch gar nicht, wo wir hin müssen. Oh, Handy, sei doch still. Warum habe ich den Sound an? Hi. Dieses scheiß Klavier, ne? Dieses scheiß. Oh, Kerze machen. Warum denn nicht? Dann können wir wenigstens. Können wir unsere Batterie eigentlich wieder aufladen? Ich weiß es gar nicht mehr genau. Oh nein. Ich wollte eh benutzen. Okay. Oh Gott, es ist schon wieder so dunkel. Das ging so schnell. Ach du Scheiße. Ja, wohin müssen wir denn jetzt, meine lieben Leute? Das sah eben aus wie Augen. Oh, die Batterie ist leer. Die kann ich gleich wieder anmachen. So. Flackert zwar ein bisschen, aber ist ja nicht schlimm. Vielleicht sollen wir nach draußen gehen. Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Oh Gott. Willst du mir irgendwas sagen? Weißt du, wo lang ich muss? Ich möchte eigentlich gar nicht draußen langlaufen. Ich habe schon wieder ein bisschen hier. Oh Gott. Und hat die ganze Zeit auf jeden Fall dieses Rascheln von den Büschen.
Und das finde ich nicht schön. Das finde ich überhaupt nicht schön. Denn da könnte ja die ganze Zeit irgendwas rausspringen, zum Beispiel ein Wolf oder so. I don't know. Alter, das ist echt. Uiuiui. Also ich, wie gesagt, ich empfehle es euch, mit Headset zu hören. Auch, oh Gott, der Sound. Ich meine die Taschenlampe und oh Gott, ich möchte eigentlich gar nicht draußen langlaufen, wenn es dunkel ist, denn das ist mir echt nicht recht. Ja, hi Eule, oder was auch immer du bist. Ich, hi. Oh Gott, außerdem läuft er langsam so ein bisschen langsam halt. Was war's? Aber man hört auch so schön den Wind. Das finde ich cool mit dem Wind. Das ist echt atmosphärisch. Habt ihr irgendwie was hier oder so? Ich glaube nicht, ne? Nö. Okay, Leute, ich weiß ja nicht, wo ich hin muss. Da hinten ist der Leuchtturm, genau. Und hier war der nette, ja, genau, mach das Licht aus, wenn ich vor dem stehe. Ah, du hast aber auch nichts, oder? Hast du vielleicht einen Schlüssel oder so? Nö. Vielleicht ist hier hinten hier irgendwo was oder auch nicht. Ja, ich vergesse das ja schon ganz schnell. Meine Güte hier, ey. Eieiei. Ach, das ist ein Tor, habe ich noch gar nicht gesehen. Okay, dafür brauchen wir auch einen Schlüssel. Sehr schön, sehr schön. Oh, ich kriege gerade so richtig eine Gänsehaut, ne? Ich würde am liebsten die Axt mitnehmen, aber ich... Oh Gott. Ich glaube, das ist nicht möglich. Kann ich hier rein? Nee, da kann ich auch nicht rein. Nee. Nicht hier im... Ah, Batterien. So, dann haben wir mal ein bisschen mehr Batterien. Das ist ja auch nicht schlecht. Aber solange man die ja wieder aufladen kann oder die sich wieder aufladen, ist das ja auch eigentlich ganz schön. Eieiei, was ist hier nur los, ey? Ja, ein Fuß, den finde ich auch ganz sexy. Würdest du mir mit den Schlüssel geben für irgendwas? Das wäre ganz, ganz nett von Ihnen. Da drin ist Licht. Scheinen wir wohl schon drin gewesen zu sein. Oh Gott, schaukeln bitte, keine Geräusche. Schön, dass du schaukelst. Ich weiß, es ist ein bisschen windig, ne? Aber wow, ich finde das ein bisschen unheimlich. Ich finde das hier alles ein bisschen unheimlich. Und ich sehe überall Sachen. Egal, wenn es irgendwo dunkel ist, ich sehe überall im Dunkeln Sachen. Immer. Und das ist nicht cool. Neue Batterien. Ja, jetzt haben wir schon ein paar mehr. Hier war auch nichts, ne? Nö. Obwohl, hier sind noch... was ist hier los? Hier, ja. Oh, dieses Licht erschreckt mich immer, wenn das ausgeht. Mann, was lädt sich ja schnell wieder auf. Zum Glück. Zum Glück, zum Glück. Und sind wir wieder vorne. Okay, ich glaube, ich muss doch rein. Ich weiß noch leider nicht, wohin genau. Das ist ein bisschen blöd. Einfach durch die Blumen. War da nicht vorhin ein Geräusch aus dem Jagdzimmer zu hören? Ah, da gibt mir einen Tipp zum Glück. Jagdzimmer. Nein, ich mag das Jagdzimmer nicht. Das ist gruselig. Das ist die Katze. Nee, das ist das Rentier. Der Hirsch. Ich möchte gar nicht rein. Aber ich glaube, ich muss wohl. War das jetzt unten oder oben? Ich weiß es auch nicht. Ich habe hier überhaupt keine Orientierung. Hallo. Das ist das Jagdzimmer, ne? Oh, okay. Das ist nett von dir. Batterien. Batterien sind auch immer nett. Das ist doch das Jagdzimmer, oder? Ich glaube, das ist das Jagdzimmer. Aber mach doch nicht das Licht aus. Spinnst du Mist? Oh. Okay, wir haben einen Schlüssel. Danke für den Tipp. Sonst hätte ich jetzt jahrelang gesucht und nicht gewusst, wo ich hin soll. Licht an. Oh Gott, ich habe gerade das F gesucht. Da waren wir auch schon drin. Ja, Entschuldigung. Ich bin hier ein bisschen orientierungslos verloren. Immer noch verschlossen. Das war der eine Raum, der schon auf ist. Ey, lass mich durch. Das ist der eine Raum und das ist der andere Raum. Da könnten wir schon rein. Genau. Da wollte ich auch gar nicht... Ey, mach die Tür wieder auf, bitte. Vielleicht muss ich ja auch nach oben. Das weiß ich gerade nicht. Was ist wieder so dunkel? Oh mein Gott, ich finde das hier richtig romantisch. So richtig... Ei, was war das? Wer war das? Was ist hier gerade passiert? Ich habe das leider nicht gesehen. Oh Gott, Licht an. Achso, es ist das Licht. Ich dachte, es ist eine Kerze. Ach ja, kann ich auch anmachen. Fast vergessen übrigens. Achso, ja, verschlossen. Habe ich mitbekommen. Ja, natürlich. Ha, Schlüssel. Oh, okay. Neuer Raum, neues Glück. Was hat sich hier bewegt? Was ist hier passiert? Hallo? Schlüssel! Okay, wir gehen jetzt anscheinend von Raum zu Raum. Hi, Opi. Gibt's hier sonst noch irgendwo was oder so? Außer diese hübsche Frau. Wow, die ist ja richtig heiß. Okay, dann gehe ich wieder raus, wenn euch das recht ist, ja? Super, danke. Dann würde ich gerne hier reingehen. Nein! Okay, wir müssen jetzt den nächsten Raum finden. Leute, das ist unsere Mission. Da könnten wir rein. Da könnten wir rein, ne? Da könnten wir rein? Gut, da könnten wir auch rein.
Das ist, glaube ich, unser Schlafzimmer. Unser Schlafzimmer. Schön. Können wir da rein? Und das heißt, wir müssen nach unten gehen. Okay. Kein Problem. Ich laufe ja gerne von Stockwerk zu Stockwerk, während es hier dunkel ist und ich habe keine Ahnung, wo ich lang muss. Aber ist doch kein Problem. Da konnten wir rein. Sorry, ich habe wieder keine Ahnung. Ja, da konnten wir rein. Da konnten wir auch rein. Okay. Wir können übrigens mal das Licht hier anmachen. Oder aus. Oder an. An. Genau, das meine ich auch. Verschlossen. Offen. Ha! Hab dich, Schlüssel. Ah, es ist so dunkel. Licht an, bitte. So. Ach, das ist das Nebenzimmer. Das heißt, wir können gleich wieder reingehen. Okay. Okay, hallo. Gucken, wer da ist. Das ist Vanessa. Die hat da übrigens gerade was gefunden. Oh, ich habe schon gesagt, Batterien. Das heißt, wir können eigentlich einmal so machen und mitnehmen, ne? Oder wir finden einfach die nächste Erinnerung. Okay. Wir hatten einen schönen Tag am Meer. Nachts wurden wir durch Geräusche im Haus wach. Ich konnte aber nichts entdecken. Ich möchte auch wieder ins Meer. Oh Gott, ich glaube, den nächsten Tag mache ich noch und dann beende ich es. Tag 3, dann beende ich es. Ja, unsere Beziehung ist vorbei. Entschuldigung, du warst echt nett. Aber ich glaube, ich bin mit jemand anderes glücklicher. Oh Gott. Ja, genau. Dreh dich bitte. Ach, ist das schön. So atmosphärisch. So wunderbar. So, wo bin ich nochmal? Genau, hier. Immer noch verschlossen. So, wie geht's euch denn, Dächer? Alles klar? Oh, die Sonne scheint, wie schön. Und da ist schon wieder ein Pferdebild. Haben wir das gleiche nicht schon unten gesehen? Oh Gott, Musik, musst du den so... Oh, Alter. Das war nicht nett, wollte ich nur so sagen. Du bist übrigens hässlich. Ja, ich muss Sachen beleidigen, damit ich glücklicher bin. Ich meine, nicht so viel Angst habe. Das heißt, es lindert meine Ängste. Es lindert auf jeden Fall sowas von meine Ängste. Immer noch kein Schlüssel. Ja, Entschuldigung, meine Güte. Dann gehe ich halt mal nach draußen. Ach ja, ein bisschen frische Luft. Tut ja auch mal gut. Aber möchte ich wirklich draußen sein? Ich glaube, ich gehe doch wieder lieber rein. Ach, Gottchen. Chill doch mal. Chill, okay? Meine Güte, okay, nee, ich glaube, hier wird nichts sein. Gießt ja eigentlich irgendjemand die Pflanzen? Dann müssen wir jemanden einstellen. Also ich mache das ganz sicher nicht. Ich habe genug zu tun mit dem ganzen Hokuspokus hier. Da konnten wir auch nicht rein, ne? Nee, ist mal noch zu. So, hier hatten wir schon letztens den Schlüssel her. Also glaube ich nicht, dass wir hier noch was finden werden. Da war hier drin, ne? Genau, das war offen und dann war es hier drin. Und ich zitter gerade die ganze Zeit. Und das liegt hoffentlich nicht daran, oder ich meine, es weiß ich nicht. Es liegt wahrscheinlich nicht daran, dass mir kalt ist. Also mir ist ja auch nicht kalt. Wisst ihr, was ich meine? Ich hoffe schon. Dieser Raum sieht natürlich auch immer ganz freundlich aus am Tag. Also wenn es dunkel wird, dann kommen die Schattenseiten. Ja, sehr lustig, ich weiß. Wo lang muss ich gehen? Wo finde ich mein Ziel? Schilalalala. So, hallöchen. Ich bin mal wieder hier am Start mit euch. Immer noch kein Schlüssel? Okay, das ist ja kein Problem. Und du hast auch keinen Schlüssel? Ja, ist halt so, ne? Und es wird dunkel. Das ist aber nicht sehr nett. Ich hätte es lieber heller. Finde ich sympathischer. Ist hier irgendwo was? Man muss jetzt wirklich auf... Nein. Was? Was? What the fuck? What the fuck? Wo ist meine Tür? Tür, 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 Tür. Oh Gott! Ich hab doch gar nichts gemacht. Ich hab doch gar nichts gemacht. Ich hab doch gar nichts gemacht. Da ist ein Schlüssel. Ey, das war jetzt aber gemein von euch, ne? Alter. Oh, es ist dunkel. Wow, wie lange war ich da drin eingesperrt? Ich weiß es nicht. Aber das war echt gemein. Das war sowas von gemein von euch. Was dürft ihr doch nicht mit mir machen, meine Güte? Sowas dürft ihr nicht machen. Es macht mich unglücklich. Bitte hört auf. Hör doch endlich auf. Blablabli. Nee, daran will ich irgendwie gar nicht. Geh lieber weg. Tschüss. So. Mal sonst noch was? Nee, ne? Nö, verschlossen. Das heißt, wir müssen jetzt wieder
nächste Türen finden, die wir vielleicht öffnen können. Das heißt, einmal bitte nach oben gehen. Alles klar. Und wirklich, ich spiele das gerade schon ein bisschen, ne? Also der zweite Part ist das ja schon. Und ich habe wirklich gar keine Orientierung. Das ist ganz schrecklich. Oh, wir können hier rein. Möchte ich aber auch wirklich rein? Anscheinend möchte ich das wirklich. Da sind immer Streichhölzer. Hi, Mr. Green. Weiß ich nicht. Eine Gitarre. Oh, ich wollte sowieso mal Gitarre spielen. Das finde ich immer voll cool. Also, Gitarre ist ganz cool und so weiter. Was ist hier gerade passiert? Hat irgendwann was gemacht? Hört ihr mal auf, Kinder. Ja, natürlich. Ja, ich komme hier rein, um den nächsten Schlüssel zu finden. Das ist so ein endloses Hin und Her. Das war schon auf, ne? Das war schon auf. Entschuldigung, dass ich nachgefragt habe. das war auch schon auf. Oh, das darf ich schon. Das war mein Schlafzimmer. Übrigens, ich hätte gerne die Musik wieder an. Das macht mich mal so glücklich, wenn die läuft. Es beruhigt mich so ein bisschen, müsst ihr wissen. Ha! Nein, damit könnt ihr mich nicht erschrecken irgendwie. Okay, hier sind ja noch mehr Pflanzen, die gepflegt werden müssen. Oh nein, es gibt eine... Okay, wir müssen einmal weiter nach oben gehen. Ich werde mal Licht anmachen. Dafür habe ich ja die Kerzen. Aber guck mal, jetzt haben wir hier voll die Aussicht. Wie schön. Können wir mal anschauen, was... Ist das ein Teufel? Ist ein Steinbockteufel? Wie schön. Da ist was zu lesen. Ja. Gestern Nacht haben wir wieder Geräusche gehört. Ich konnte aber wieder nichts finden. Ja, das kenne ich. Ich höre auch die ganze Zeit Geräusche und finde irgendwie auch nichts. So, das war das... das war dann der Tag 3. Der Tag 3. Jetzt sind wir bei Tag 4. Ich würde mal sagen, das mache ich dann im nächsten Part weiter. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ich habe mir eigentlich vorgenommen, dass ich das nur am Wochenende hochlade, weil, damit ich was... Oh Gott, mir wird schlecht davon. damit ich halt immer was fürs Wochenende habe und ja. Alter, meine Taschenlampe lädt sich ja gar nicht auf. Wie unfair ist das denn? Naja, egal. Wir sehen uns dann im nächsten Part, Leute, ne? Also ich finde das Spiel richtig geil. Richtig geil. Ciao.